Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Heute das erste Mal Premiere, zwei Personen im Interview, das Comedy Duo, die angehenden Influencer, der liebe Stefan und der liebe Armin, danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, Burschen. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Burschen, ihr bekommt von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Aber. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid bei einer netten Abendveranstaltung, im Juwel vielleicht. Oder im Foga Fort. Da haben wir es gehört, ja. Genau. Und auf einmal kommt die Frage auf, Burschen, ihr seid jetzt urwitzig. Interessantes Mindset, ihr beiden, aber was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Dann sagt sie, was genau? Magst du beantworten? Aktuell? Aktuell. Aktuell bin ich jetzt zurzeit quasi im Betriebsurlaub. Und du, das heißt, das ist eine super Antwort, das heißt, wenn ich im Juwel sitze. Das ist eine super Antwort. Nein, ich hab gerade meinen Job gekündigt und mein nächster Job wird jetzt quasi erst Anfang September weitergehen. Das heißt, aktuell kümmere ich mich und fokussiere mich quasi nur auf YouTube halt. Okay, sehr cool. Ja, und du auch Betriebsurlaub, oder? Nein, ich arbeite aktuell ganz normal, 40 Stunden. Mhm. Ich bin da im Sales, also eigentlich im Inseratverkauf. Mhm. Und ja, nebenbei halt, oder eigentlich fulltime auch noch nebenbei. Ja, nebenbei ist eigentlich schon nebenbei. Ja. Halt auch noch YouTube und ja, das machen wir. Jetzt würde ich gerne eben auf YouTube überschwenken. Mhm. Wie kam es zu der Idee, zu eurem Kanal? Das kann Steffen besser beantworten. War das so eine Drunk Story? Nein, es war. Oder war das wirklich überlegt? Es war alles natürlich nüchtern und es war. Im Betriebsurlaub, ne? Ja, im Betriebsurlaub. Also wirklich im Betriebsurlaub, ja. Oder im Krankenstand. Bitte? Wurscht, bitte. Nein, es war so. Es war Dezember, Ende Dezember. Mhm. Am 30. Dezember haben wir uns überlegt, ja, was machen wir jetzt eigentlich zu Silvester? Und weil da war ja noch Lockdown, wir haben nicht gewusst, was sollen wir machen, wir können nicht fortgehen, wir können jetzt nicht irgendwie, da waren ja noch Personen oder sowas, dass sie sich treffen oder so im Haushalt. Da haben wir es auch nur noch urernst genommen, oder? Da haben wir es noch ein bisschen ernster genommen. Sagen wir sich ehrlich, erster Lockdown, ja. Ich bin gar nicht rausgegangen, aber wie war das bei euch? Ja, man hat es auf jeden Fall noch ein bisschen ernster genommen. Voll, ne? Und dann war es halt so, man trifft sich so oder so trotzdem immer ein bisschen mit ein paar Freunden, aber jetzt nicht in größeren Gruppen. Logisch, ja. Und dann war es halt so, ja, machen wir uns einen Spaß draus, keine Ahnung, wir können eh nicht fortgehen, machen wir eine 10.000 Kalorien-Challenge. Aus was für einem Grund auch immer, frag uns einfach nicht. Ja, ich habe das Jahr davor oder zwei Jahre davor schon mal eine gemacht und fand sie urnice. Einfach die, ja. Genau, er hat sie am 30. Dezember gemacht und hat deshalb investiert auf Snapchat Story Flashback bekommen. Okay. Und dann hat er zum Spaß gesagt, machen wir auch einfach zum 31. eine 10.000 Kalorien-Challenge. Ich dachte mir so, ja, okay, ist jetzt ein bisschen eine dumme Idee, wer macht jetzt eine 10.000 Kalorien-Challenge so zu Silvester? Und quasi wie wir uns am 30. getroffen haben, ich weiß, am 30. habe ich es noch nicht gesagt, aber ich glaube, einen Tag danach habe ich dann zu ihm gesagt, wie lustig wäre das eigentlich, hätten wir das quasi alles festgehalten in Form von Videos. Mhm. Und so kam es dann eigentlich auch dazu. Dann haben wir uns eigentlich quasi direkt von einem Freund die Kamera ausgeborgt. Und eine Woche später oder eine halbe Woche später haben wir eigentlich schon Videos produziert und haben uns dann reingefuchst mit dem Videoschneiden und so weiter, damit wir halt. Wir hatten am Anfang gar keine Ahnung. Ich habe nicht mehr gewusst, wie man das Programm führt. Aber ist das nicht finanziell in der heutigen Zeit so krass, dass du dir eigentlich alles selber beibringen kannst? Also die meisten Dinge, du kannst jetzt nicht Mediziner dir selbst beibringen das über logisch, das Internet, ja, über das YouTube. Nicht, aber du kannst aber dir solche Sachen. Ich sag dir so. In der heutigen Zeit, wenn du das lernen möchtest, gibt dann findest du einen Weg. 1000 Wege, um dir das beizubringen und um auch richtig gut zu werden, glaube ich. Also rein nur mit Videosachen zum Beispiel, wenn du dir da die YouTube-Videos anschaust, hey, kannst du ein Eurocutter werden. Ja. Also ich bin überzeugt davon, aber auch andere Sachen. Da gibt es so viel guten Content, wo ich aber auch extrem überzeugt bin, dass man da viel mehr lernt, weil man da selbst auch gleich wieder was macht dabei. Richtig. Wie wenn ich mich in irgendeine Uni hau oder so. Und da nur Theorie, 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 aber nie das zum Handeln kommen. Einfach in die Praxis auch umsetzen, genau. Oder? Und das glaube ich, in der heutigen Zeit ist es glaube ich auch ein nicer Skill, wenn man das kann. Ja, man muss sich einfach irgendwie von den ganzen Social Media oder von den ganzen Internetplattformen einfach das Positive irgendwie draus ziehen. Mhm. Weil im Endeffekt, man kann ja
natürlich kann man auch viel Scheiße schauen, aber man kann auch sinnvoll seine Zeit nutzen auf YouTube und auf anderen Plattformen. Voll. Und also sich man muss es nicht lassen, oder? Ja. Also ihr habt ja euer Outdoor-Gym einfach auch aus dem Boden gestampft, oder? Ja. Das sind ja auch, glaubt ihr, seid ihr durch diesen YouTube-Kanal wieder kreativer geworden? Habt ihr wieder ein bisschen dieses Spielerische 100%. In euch einfach 100%, entdeckt? Ja. 100%. Ja. Es ist ja auch irgendwie so, auch durch Corona, man macht halt deutlich weniger, logischerweise. Ja, voll. Und irgendwie haben wir uns dabei auch gedacht, ja, wir wollen wieder ein bisschen mehr machen, wir wollen wieder ein bisschen irgendwie neue Sachen kennenlernen, neue Sachen ausprobieren. Und durch YouTube passiert dir sowas auch halt mehr und machst es halt auch natürlich auch für Videos, aber du... Du kommst zu Möglichkeiten, wo du halt sonst keinen Zugang dazu hast. Ja. Blödes Beispiel, zum Beispiel Cheerleading. Ich hätte sonst nie in meinem Leben Cheerleading gemacht. Oder Pole Dance, oder? Ja, das ist das Nächste. Oder Backen. Ich fand das Backen-Video fand ich auch extrem cool. Und euch beiden ist, glaube ich, klar geworden, dass der Job des Bäckers extremst anstrengend ist. Allein diesen Butterzopf vielleicht. Ja. Oder? Vielleicht sagen wir, das Allerärgste ist einfach aufstehen. Gell? Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich ein arger Job. Der früheste steht um 12:30 auf. Um 12:30. Ja, das ist krank. Um 12:30. Ja, um 12:30. Da gehen manche von euch wahrscheinlich schlafen, oder? Ja, da geht mir erst vor. Ja, das ist ja das Schlimme. Vor allem für uns, für mich und für den Armin wäre das jetzt nicht so der. Also 12:30 aufstehen, weil da gehe ich meistens schlafen. Also das ist. Seid ihr Nachtmenschen, ja. Keine Morgen. Tendenziell schon. Schon. Okay. Ich versuche mich umzutrainieren. aber das ist schwierig. Und das sollte man eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das muss man auch dann akzeptieren, dass man einfach am Abend viel produktiver ist und dass ihr dann wahrscheinlich in die Nacht hinein arbeitet, nach euren Jobs oder nach deinem Job und dann einfach noch an irgendwelchen Ideen sitzt und wirklich noch schneidet bis 1-2 einfach. Ja. Obwohl, umgekehrt hätte ich dann halt in der Früh mehr Ruhe, weil am Abend nach der Arbeit passiert viel, viel mehr. Voll. Als vor der Arbeit, wo eigentlich alles schläft. Voll. Das stimmt. Voll. Würdet ihr sagen, jetzt nochmal zurückzukommen auf, ihr seid auch zu Möglichkeiten gekommen, die ihr eventuell noch nie euch erträumt hättet, bezüglich Burger King, da seid ihr jetzt in aller Munde und auch im Sinn von Limitierung in euch selber. Würdet ihr sagen, durch YouTube habt ihr wieder eure Limits irgendwie höher gestellt? Habt ihr wieder davor eventuell euch zu sehr limitiert und habt klein gedacht und durch das YouTube-Game jetzt wieder größer denken gelernt? Weil hättet ihr gedacht, dass ihr vor einem Jahr einfach einen Deal mit Burger King habt? Oder eine Kooperation? Never. Niemals, never, niemals. Also auch wie wir begonnen haben, dachten wir niemals, dass innerhalb von 5 Monaten so eine große Firma generell auf uns aufmerksam wird. Also damit hätten wir natürlich nie gerechnet. Also darüber freuen wir uns aber natürlich umso mehr, dass das halt auch alles so schnell und so gut funktioniert hat natürlich. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, also 100% ist es ein Faktor, der was einem nochmal größer denken lässt. Vor allem, wenn dann halt Sachen auch funktionieren. Voll. Weil du weißt, okay, das fruchtet, es ist nicht so schlecht, was wir da machen und dementsprechend kann man dann natürlich auch wieder größer denken. Voll. So Limits ich sind schon. Man traut sich viel mehr, finde ich, irgendwie letztens. Auch beim Fortgehen, bei den Mädels und so, ist es so sehr Selbstbewusstsein irgendwie in die Richtung. Ich frage das an den Stefan explizit. Wieso an mich? Du. Du bist ein Interviewgast. Richtig, ja? Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Na, und in Bezug auf Mindset, hat sich da bei euch auch was verändert oder wart ihr schon immer Personen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie Mindset auseinandergesetzt haben? Oder was haltet ihr überhaupt davon eigentlich, von diesen ganzen Mindset-Coaches und Persönlichkeitsentwicklung? Sind da irgendwelche Touchpoints oder eher weniger? Der Armin eher mehr, würde ich sagen. Ich eher weniger. Mhm. Ich handle irgendwie alles, wie es mir mein Bauchgefühl sagt. Hörst du viel auf dein Bauchgefühl? Ja, generell halt so, wie ich halt quasi Lust habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt viel auf mein Bauchgefühl und was mir so mein Kopf sagt oder keine Ahnung, was mir meine Eltern mitgeben. Natürlich nicht jeden Rat befolge ich von meinen Eltern, weil ich manchmal auch vieles halt irgendwie... Ja, ich habe es ihnen auch schon mal gesagt. Auf gut Deutsch, du bist stur. Ich bin auch ein extremer Sturkopf, ja. Ja. Und das kann ich bestätigen. Ja, du bist auch einer. Das bin ich auch einer. Das passt ja perfekt zusammen, ne? Ja, na, aber ich glaube, der Armin mehr als wie ich.
Sturkopf jetzt, oder? Nein, nein, dass du dich mit mehr mit Mindset-Sachen und sowas. Ja. Du, also jetzt mittlerweile bei mir auch immer mehr halt durchatmen. Man beeinflusst sich ja auch immer. Ob es positiv oder negativ ist, ist halt natürlich immer eine andere Sache. Aber wenn man mehr, wenn man viel Zeit verbringt, dann beeinflusst man halt auch irgendwie die andere Person. Mhm. Ja, wir haben gestern erst ein bisschen drüber geredet, weil ich, also mir ist es halt selber aufgefallen, dass ich halt mir jetzt über gewisse Sachen Gedanken mache, ja, wo ich vor 3 Jahren nicht einmal nur irgendwie dran gedacht hätte. Voll, ja. Voll. Und insofern glaube ich schon, also mir taugt es halt einfach. Mhm. Und ja. Vielleicht jetzt noch zurückkommend auf bezüglich Eltern, auf die Eltern hören. Man kennt ja das, ich hatte jetzt die Idee, dann erzählt man das seinem engsten Umfeld, den Freunden, der Familie. Wie war das bei euch? Wie haben die darauf reagiert? Vielleicht auch für junge Personen, die auch vielleicht ihrer Leidenschaft irgendeinem Projekt nachgehen möchten. Möchtet ihr denen vielleicht was auf den Weg mitgeben, worauf man sich eventuell vorbereiten muss, wenn man sowas kommuniziert? Ist euch irgendwas aufgefallen, was ihr vielleicht besser machen würdet beim nächsten Mal? Mhm. Wurdet ihr belächelt? Wurdet ihr, keine Ahnung? Ich muss da vielleicht ein bisschen ausschweifen. Gerne, ja. Also gerne. Zum einen, man hört es eh immer wieder, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dass man sagt, ja, einfach machen. Ja. Mhm. Und ich war schon oft in dieser Situation, wo ich vielleicht ein bisschen skeptisch war, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Und gerade ich tue mir irrsinnig schwer, alleine Dinge in den Schwung zu bekommen. Wirklich? Ja, da tue ich mir manchmal, also es kommt darauf an, um was es geht, aber manchmal deswegen Kombination. Deswegen manchmal brauche ich halt einfach irgendwie einen Partner, Push einfach, ja. Dass man sich untereinander noch mehr pusht. Ich bin da auch so ein, wie sagt man da? Ja, es ist, bei Armin braucht immer irgendwie ein bisschen so ein Antrieb. So ein Antrieb. Manchmal fragt er mich sogar, ob er die Story so posten soll oder nicht. Okay. Das ist halt so, er braucht halt immer irgendwie. Manchmal brauche ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen anschiebt manchmal. Ja. Ja. Und insofern, je nachdem, was man da für ein Mensch ist, ja, es geht auch natürlich einfach, wenn man sich einfach Unterstützung sucht von einem Freund. Und ja, ansonsten noch einmal, wie gesagt, einfach machen und man ist halt auch nur einmal jung und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in meinem Umkreis oder von meinen Freunden sich denken, heißt, was ist der Armin für ein Volltrottler, irgendein Idiot mit, wie viel haben wir jetzt? Gerade einmal 300 Abonnenten, wenn es überhaupt hochkommt, ja. Oder wie oft wieder belächelt werden. Ich möchte es gar nicht wissen, aber ich glaube, gerade in unserer Position muss man damit lernen. Da tue ich mir ein bisschen schwieriger als der Stefan, dass man mit diesen Sachen einfach komplett Kritik auch, oder? Also gelassen Kritik bleibt und dass das einen nicht auffrisst innerlich. Voll, und ich merke manchmal, da kratzt so ein bisschen an mir. Ja, das beschäftigt mich dann. Da ist der Stefan dann wieder, der am Boden hält. Meine Unterstützung. Deine Homebase, ja. Aber das gerade in dieser Situation, wo wir halt beide sind, das musst du ja einfach am Arsch vorbeigehen. Ich möchte auch noch kurz was zu der Frage sagen. Ich finde die Frage auf jeden Fall sehr interessant. Und im Endeffekt, es wird keiner jetzt zu dir hinkommen und sagen, die Videos, die was du da machst, ist der komplette Shit. Das wird keiner zu dir. Also, wir haben es nicht erlebt. Habt ihr gar keine Kritik bekommen? Natürlich haben wir Kritik. Ja. Haben wir Kritik bekommen. Und halt auch hinterfragt, warum. Es kommt halt auch wieder darauf an, was es für eine Kritik ist. Ja, klar, wenn es konstruktiv ist, Shit, dann sei es so. Aber es wird jetzt, wie gesagt, es wird keiner zu dir hinkommen und sagen, das, was du machst, ist der ärgste Scheiß. Ja. So straight wird keiner sein. Also, wenn, hört man es eher so hinterrücks ein bisschen, so, was macht er eigentlich und was ist sein Ziel dahinter oder sowas? Ja. Das hört man eher hinterrücks, aber so wird jetzt dir keiner sagen, das ist der ärgste Scheiß, den was du machst. Mhm. Weil das wird sich keiner trauen. Sage ich dir offen und ehrlich, wie es ist. Findet ihr das gut, schlecht? Traurig? Dass niemand grundsätzlich bin ich ein Mensch, das gerade dadurch selbst in dieser Position war, der oft skeptisch ist oder ist ja nach wie vor noch so, dass wenn ich irgendwie sehe, irgendwer macht etwas, ist immer das Erste, also man sollte irgendwie immer erstens ehrlich sein und das eher immer pushen, wie sagen wir erst, das ist ein Schatz, weil der tut auch nur sein Bestes. Ja, und insofern, glaube ich, braucht man da einfach ein bisschen ein Gefühl dazu, wie geht man da jetzt an die Sache heran. Fix. Ja.
Was war nochmal die Frage, nochmal genau? Wie eure Eltern darauf reagiert haben und euer Umfeld, wie ihr ihnen gesagt habt, okay, und auch wegen der Meinung und sowas. Wir schlagen jetzt diesen Weg ein, wir machen das auch, wenn ihr eure Fulltime-Jobs habt, mit dem ihr eure Wohnung bezahlt, euer Essen und alles drumherum. Aber was haben die, was für eine Meinung hatten die? Erstens die Meinung von den anderen, wie ich vorhin gesagt habe, erstens, wenn nur die Leute hinter dir reden und die Leute haben mich eigentlich eh quasi nicht zu interessieren. Mhm. Weil wenn sie hinter meinen Rücken lästern, dann interessieren mich deine Worte. Dann interessieren mich deine Worte eh nicht. Ja. Und im Endeffekt, die Leute, die was mich interessieren, die werden offen und ehrlich zu mir hinkommen und sagen, was sie davon halten oder irgendwie Verbesserungsvorschläge geben. Fix. Und die Meinungen interessieren mich. Der Rest ist mir eigentlich recht egal, wer jetzt darüber denkt oder urteilt oder was auch immer. Das ist, muss einem egal sein und das ist mir auch egal. Gott sei Dank, also. Glaubt ihr, kann man das erlernen? Weil du hast gesagt, du hast damit eher zu kämpfen als jetzt eher Stefan. Glaubt ihr, kann man das erlernen? Ja, durch viele Eindrücke wird mir irgendwie, lässt einen das dann nach einer Zeit eventuell kalt? 100% sogar. Ja. Es ist halt schwer, weil es sagen mir auch viele so, sie würden es auch gern irgendwie machen, aber sie trauen sich halt irgendwie nicht. Aber warum ist es heutzutage so? Mit Social Media, du kannst heutzutage, so wie wir, ich habe auch meine ersten 10 Podcast-Episoden habe ich einfach mit dem iPad oder einfach mit dem Handy aufgenommen. Du kannst ja heute mit dem Gerät, kannst du alles machen. Es stimmt. Kannst schon. Du kannst deinen YouTube-Channel machen. Ja. Habt ihr die ersten Videos wirklich mit einer professionellen Kamera oder mit einem Handy geshootet? Mm. Oder so kurze Videos shootet ihr auch mit ja, die shooten wir alles mit dem Handy. Ist ja eigentlich krass, dass wir heutzutage dieses Privileg haben und eigentlich das jede Idee umsetzen könnten. Stimmt. Und es scheitert eigentlich an dem Inneren, an dem Selbst, genau. Die meisten Leute, die was sich das nicht trauen, das sind halt meistens die Leute, die was irgendwie jetzt vielleicht nicht ganz so selbstbewusst sind und dann halt vielleicht auch Angst haben von der Meinung von den anderen. Aber ich finde, das sollte, gehört viel mehr in der Schule aufgearbeitet. Es sollte, solche Fälle. Ja, das 100%. So Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selber auseinandersetzen, für was stehe ich. Das schon, ja. Aber das sollte halt einem, wie gesagt, egal sein. Glaubst du, wird es jemals geben, solche Fächer in der Schule? Ich würde es mir wünschen. Kannst du mir nicht vorstellen. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Präsentieren oder vor Leuten zu reden, das habe ich erst lieben gelernt durch mein Hobby-Podcast. Sage ich euch ganz ehrlich, früher Referate habe ich abgelesen in der Schule. Ich habe den Text, ich habe es abgelesen, ich konnte nicht präsentieren. Ich war einfach nur froh, dass der Shit vorbei ist. Ja, ohne Spaß. Aber wie schade ist es, und jetzt sprecht sie in eine Kamera beide rein und liebt das hoffentlich. Ja, 100%. Ja. Man merkt doch den Progress. Aber das ist ja vor der Kamera und sowas, das ist ja doch. Also bei mir ist es zumindest so, und das wird auch wahrscheinlich bei vielen Leuten so sein, ich stehe jetzt da, weil ich es live finde und weil ich die ganze Sache cool finde. Voll. Ja? Und in der Schule war es natürlich schon immer so ein bisschen ein Zwang. Ja, voll, das Thema war Zwang. Ich muss halt dieses Referat halten, um eine Note zu bekommen, dann in die nächste Schulstufe zu kommen, etc. Ja? Und ja, genau, ich bin sehr ungern in die Schule gegangen. Wirklich? Ja. Du auch, Stefan? Ja, ich bin komplett ungern in die Schule gegangen. Sind beide einmal durchgeflogen und ich glaube, es waren beide unsere schlechtesten Fächer waren Englisch, oder? Ja. Habt ihr immer Vertragsverlängerung gehabt in der Schule? Vertragsverlängerung, ja. Weil wir so gut gespielt haben. Ja, aber auch fandet ihr eure Schulzeit Vergordung? Na, also es geht so, aber ich muss sagen, zum Beispiel, am Anfang dachte ich mir so, warum bin ich jetzt durchgefallen? Aber im Endeffekt, im Nachhinein, dachte ich mir so, okay, danke. Also wirklich. Warum danke? Weil zum Beispiel auch die Leute, die ich danach in der Klasse kennengelernt habe, also mit denen verbringe ich eigentlich recht viel Zeit. Das ist cool, ja. Und mit denen mache ich gerne was. Und einer meiner besten Freunde ist dann quasi auch in dieser Klasse gewesen. Mhm. Und das sind halt auch irgendwie so Sachen, es hat irgendwie immer alles Sinn und Zweck. Stimmt. Jeder Lebensabschnitt, ich finde auch mittlerweile, keine Ahnung, vielleicht klingt das ziemlich abgehoben, aber mittlerweile finde ich, das Leben herausgefunden. Das Leben geht konstant, dann geht es nach oben, dann hast du einen Nierenflug, dann kriegst du einen Nierenschlag von links, rechts, oben, unten, dann geht es mega nach unten, daran wächst du. Mhm. Ja. Dann geht es wieder konstant, dann geht es wieder nach oben. Und so ist das Leben. Ja. Und solange du dem Leben vertraust am Ende des Tages, es geht zum Glück meistens immer gut aus.
Das stimmt. Es gibt immer Happy End. Aber wie in den Filmen. Naja, na, manchmal halt nicht. Aber ja, aber im Großteil. Um deine Frage zu beantworten. Ich ja, jetzt haben wir lange drüber gesprochen. Ja. Währenddessen der Stefan gerade geantwortet hat, haben wir so gedacht, er hat schon recht irgendwie. Mhm. Ja, aber ich hätte halt gerne gewisse Dinge im Nachhinein gerne anders gemacht. Was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel gerne besser aufgepasst. Ja, gut. Wo ich halt jetzt mehr, weil ich jetzt mehr davon profitieren könnte. Okay. Das meine ich. Ich okay. könnte mir, also ich hätte mir für meine Zukunft mehr mitnehmen können. Das meine ich. Mhm. Also ich bereue es überhaupt nicht, weil ich bin, Vergangenheit ist Vergangenheit, da kannst du ja nichts ändern. Ja? Also man sollte nie quasi zu sehr in die Vergangenheit schauen. Aber ich fühle das, weil zum Beispiel in Deutsch pisst mich schon manchmal an, dass ich in Mails oder sowas es gibt Wörter googeln muss, wie man das jetzt schreibt. Ich hätte so viele Fächer. Das hätte ich, ja, das stimmt. Das muss ich sagen, in Deutsch kann ich nur irgendjemand, der noch jung ist und in die Schule geht, passt in Deutsch auf, wirklich, ganz ehrlich. Deutsch und Englisch, also ja, alles. Rechtschreibung. Es stimmt eh auch komplett, ja, aber wenn du halt jetzt 14 bist oder so, dann hast du halt andere Sachen im Kopf. 100%, gebe ich dir voll recht. Also bei gewissen Dingen hätte ich mir halt manchmal so gewünscht, hey, pass bitte besser auf. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele Fächer ich gehabt habe, ja, die es komplett Beutel sind. Genug. Aber so ein paar Fächer sind ja eigentlich recht gut und sind ja auch eigentlich wichtig. Wichtig zum Beispiel, ich hatte Rechnungswesen, das habe ich immer geschaut, dass ich da irgendwie halbwegs gut mit dabei bin. Es ist manchmal besser gelungen, manchmal weniger. Aber Deutsch, Englisch und sowas, das bereue ich halt schon. Weil im Endeffekt Englisch, ich habe nur abgeschrieben bis zur Matura und dann, bam, ich kann's eigentlich komplette Watschen bekommen. Und dann, das ist halt einfach so. Das ist halt, man, schon, es waren dann in Englisch schon 3 oder 4 Jahre, die was halt komplett entspannt waren. Für mich, oder eher 5, 6. Und dann links, rechts. Und danach, wenn du zur Matura kommst, natürlich habe ich auch versucht, links, rechts zu schauen. Aber es geht bei Matura halt ein bisschen schwieriger. Ja, und vor allem Englisch ist halt doch mittlerweile, wird das aber vorausgesetzt. Ja, das ist ja das. Ja. Und im Urlaub merke ich es ja auch manchmal. Deshalb, aber das ist ja aus dem deswegen Grund, deswegen fährst du auf Mallorca, ne? Mallorca. Weil da kommst du mit Deutsch weiter, ne? Innsbruck. Nein, im Endeffekt. Nein, im Endeffekt, ich rede dann trotzdem Englisch. Ja, aber da merke ich mir schon, ich würde es mir wünschen, würde ich es besser können. Es ist jetzt nicht, was nicht nützlich ist. Ah, voll. Ja, so sieht das auch. Aber deshalb einfach immer ein bisschen was trinken, dann spricht man besser, sage ich. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das macht die Zunge immer etwas. Das ist nicht arg. So, als würde ich so in Texas wohnen seit 30 Jahren. Voll. Das ist arg. Ja, so fühlt man sich, aber so ist es wahrscheinlich eh nicht. Das hört sich wahrscheinlich an wie gerade so ein komplett nicht voll. Weniger Mensch. Ja. Letzte Frage. Mhm. Bitte schön. Wo soll es hingehen mit euch? Gibt es einen Plan? Gibt es eine Roadmap? Jetzt habt ihr geilen, also nochmal auch von meiner Seite Gratulation zu der geilen Aktion, dass ihr auch das einfach umgesetzt habt. Alle Links zu den Burschen sind auch unten in den Shownotes, also da alles auschecken. Aber wo soll es hingehen? Was ist eure Vision? Bleibt ihr beisammen? Splitten sich die Wege? Was? Wohin? Wohin soll es gehen? Es ist immer eine schwierige Frage, sowas zu beantworten. Könnt ihr euch vorstellen, beide so einen richtig fetten YouTube-Channel aufzubauen mit 1,2 Millionen? Ja, natürlich, weil sonst würden wir es machen. Sonst wäre es ja auch irgendwie Zeitverschwendung und würde sie irgendwie anders nutzen. Also es ist natürlich schon ernst gemeint und der Drang ist auch ein bisschen bei uns halt so, von uns halt selber halt der Drang, dass wir halt irgendwie was... Bei mir wird es immer schlimmer, euch. Ja, man setzt sich halt selbst unter Druck ein bisschen. Ist das gut oder schlecht? Manchmal gut, manchmal schlecht. Das ist halt immer so. Ein gesunder Druck auf jeden Fall, ja, ist klar, ne? Weil es sich halt pusht. Aber wenn man sich dann zu sehr versteift. Dann macht der Kopf zu. Bei mir ist es zum Beispiel auch oft im Sport. Ja? Ich sage immer so, dieser gesunde Ehrgeiz, der ist nice. Ja? Mhm. Das gibt dir so einen Antrieb. Aber wenn du dich dann einmal... Bei mir ist es oft so, dann ärgere ich mich zu arg. Ja? Und dann kannst du mich halt schmeißen. Dann bin ich... Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir wollen ja nicht auch jetzt nur YouTube komplett angreifen. Wir wollen natürlich auch so schauen, dass wir uns irgendwie vorwärts bringen. Und auch jetzt nicht, dass wir halt nicht immer 9-to-5 irgendwo arbeiten, weil das sind wir halt eigentlich gar nicht. Das ist halt bei uns so, das merke ich immer mehr,
Das habe ich auch meinen Job gekündigt, sage ich mal. Betriebsurlaub mittlerweile. Ja, jetzt Betriebsurlaub halt. Das ist halt gut. Betriebsurlaub. Auf dem Betriebsurlaub Post. Nein, es ist halt so, ich merke halt immer mehr, 9 to 5 ist halt gar nichts für mich und ich sehe dann halt auch nicht den Sinn dahinter, warum ich mich dazu zwängen soll. Voll. Oder zwingen in soll. In der heutigen Zeit vor allem. Vor allem in der heutigen Zeit, ja. Das heißt, wir versuchen natürlich auch, uns anders jetzt irgendwie über Wasser zu halten, sage ich mal. Bis YouTube halt auch funktioniert. Oder vielleicht beides gleichzeitig oder wie auch immer. Aber wir sind natürlich am Gas geben und schauen, dass wir so schnell wie möglich. Auf gut Deutsch, es sind schon so ein paar Projekte, ja, die genau. Wir halt, schon am Steuern und die was quasi gerade in Arbeit sind. Genau. Super. Loading. Geil. Loading coming soon. Geil. Ja, wir sind gespannt. Burschen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nee, danke nochmal für die Einladung. Daniel. Vielen, vielen Dank. Mega gerne. Ich hoffe, das war das erste Podcast-Interview von vielen Interviews. Ja. Hoffentlich bald auch im Radio vertreten. Ja. Und Burschen, haut's rein. Schönen Abend euch, gell? Die Gage überweist dann, gell? Ja, das auf jeden Fall. Na, passt. Danke nochmal. Danke dir. Ciao.